Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mampfen und bewerten heute mit dem Big Rösti von McDonald's. Oh, sieht er nicht gigantisch aus? Sieht er nicht lecker aus? Oh, schauen wir mal, was drauf ist. Na ja gut, meiner ist jetzt ein bisschen zusammengeworfen. Da hatten die wohl ein bisschen Stress. Auch die Soße ist ein bisschen verrutscht. Aber sei es drum. Das Teil wird, denke ich mal, trotzdem schmecken. Ja, aber als erstes müssen wir erstmal gucken, wie viel so ein Freundchen wiegt hier. Also vom Aussehen her sieht er jetzt nicht so wie der Burner aus, aber ich sag euch, der Geschmack wird geil werden. 264 Gramm. So, was sagt Meckes dazu? Mach dich auf was gefasst, denn der Big Rösti präsentiert sich big und noch dazu vielschichtig. Zwischen knusprigem Bacon und saftigem Rindfleisch triffst du auf das Herzstück. Einen goldgelben Röstitaler. Geschmacksvoll abgerundet von einer cremigen Käsesoße. Oh, das ist drauf. Und Royal Patty. Schmelzkäse zubereiteter Emmentaler. Bacon, Baby. Salz und Pfeffer und Big Rösti Bun. Nicht zu vergessen ist das Kartoffelrösti und die Käsesoße für den Big Rösti. Mm-hmm. Alles leckere Komponenten für Feinschmecker. Jetzt haltet euch fest. 835 Kilokalorien. Das sind 3488 Kilojoule. Das ist die Monster-Kalorienbombe bis jetzt. Das sind 47 Gramm Fett. Haufenweise, davon 15 Gramm gefettigte Fettsäuren, 61 Gramm Kohlenhydrate, 6,9 davon Zucker, 4,5 Gramm Ballaststoffe und 38 Gramm Eiweiß, 3,3 Gramm Salz kommt noch dazu. Aber, oh, vorhin in dem Text, was McDonald's von seinem Burger hält, ist absolut wahr. Der sieht jetzt in Natura meistens so aus wie bei mir, also jetzt nicht so ein Prachtkerl wie auf dem Foto, aber er hat's in sich. Nicht nur kalorienmäßig, sondern auch geschmacklich. Finde ich, ist es der beste Burger ever. Er hat alles. Er hat Speck. Er hat Fett. Ganz viel Fett. Er hat Rösti-Aroma. Er hat Beef. Er hat alles, was dein Herz gebrauchen kann. Also jetzt vielleicht das Herz nicht so, aber dein Gehirn wird es dir danken. Mit Endorphinen in einer Tour. Diesen Burger für euch zu vernaschen vor der Kamera war eine Delikatesse für den Probanden. Er freut sich wirklich, das essen zu dürfen. Leider darf man dann auch nur noch vielleicht noch ein Eis und eine Apfeltasche oder so dazu essen und dann habt ihr schon die Hälfte eures Energiebedarfs für einen Tag gesättigt. Das ist der Nachteil. Denn der richtige Clou, das ist ein geiles Teil. 10 von 10 Punkten, Leute. 10 von 10. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon soon.